Willkommen zurück zu Satisfactory. Was mir so aufgefallen ist, ich kann ja schon Biomasse-Generatoren bauen. Da wäre es doch eigentlich logisch, wenn ich mir hier erstmal einen in die Nähe der Quelle stellen würde. Zum einen kann der ja wesentlich mehr. Und ich setze jetzt hier gleich einen Mast, damit ich den nicht bauen kann, weil mir wieder was fehlt. Kleinen Moment. Wir haben hier doch eine Werkbank stehen. Aus dem Weg. Also wir brauchen erstmal ein paar Kupferbarren. Wie gesagt, wir haben ja unsere Foundations oben angefangen für unsere Fabrik. Da wollen wir uns jetzt alles ein bisschen ranziehen. Aber damit es einfach vernünftig geht, brauchen wir erstmal unsere Logistik, Splitter, Fusionatoren und so weiter. Dann können wir da etwas mehr schon mal bauen. Ich weiß gar nicht, Kabel haben wir auch noch ein paar, aber vielleicht machen wir da gleich sicherheitshalber noch welche. Auf geht's, komm schon, klöppel schneller. So. Viele nicht, das muss reichen. Und los geht's. Ja, ich will hier einen Mast stellen, ganz einfach. Dann kann ich mehr Biomasse-Generatoren nachher aufbauen. Erstmal hier ein bisschen einsammeln. Ja, musst du laufen. Wenn man die ganze Zeit das Fliegen gewohnt ist noch, ist das schon eine ganz schöne Umstellung. Ich vermute auch mal, dass wir jetzt auch ein Problem mit der Stromaufnahme bekommen haben. Also mit der Leistungsaufnahme heißt es ja richtig. Von da aus werden wir jetzt nimm. So. Ja, wir sind einfach schon an unsere Produktionsgrenze gekommen, hätte ich jetzt gesagt, oder? Eigentlich nicht. Waren wir weit weg. Naja, gut. Wir stellen mal, wenn wir noch können, einen dazu. Nein, fehlen Eisenstangen. Es fehlt einfach die Kettensäge, dass wir Holz gewinnen können. Aber das ist der endlose Kreis, ne? Henne-Ei-Problem. Ich denke, wer das schon mal gespielt hat, Satisfactory, der kennt es am Anfang. Das ist doch vielleicht, naja, wollen wir jetzt sagen, nervigste Teil. Aber was wir auf alle Fälle machen, ist gleich mal schauen, dass wir die Biomasse-Generatoren bauen oder Biomasse. Und daraus war das eigentlich ziemlich blöd, da unten den zu bauen, fällt mir gerade ein. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir da oben jetzt gleich setzen werden. Kann ich das überhaupt? Ich brauche dafür einen Konstruktor. Das geht.
Ja, Moment, ich brauche Beton dazu auch gleich. Also die Betonproduktion, die lahmt ja ehrlich. So. So. Ja, wie gesagt, unsere Plattform steht hier oben ganz einfach. Das ist der höchste Punkt. Zumindest in der näheren Umgebung. So. Wir brauchen einen Konstruktor. Was jetzt quasi kommt, ich baue als erstes mal Biomasse. Damit kann ich einfach wesentlich mehr anfangen. Erstmal aus Blättern, denke ich. Wir machen das nachher, fusionieren wir das Ganze. Aber mir fehlen Eisenstangen. Kann ich noch mal einbauen. Da machen wir das Ganze aus Holz. Hallo. Da machen wir die Blätter rein. Den Rest müsste ich eigentlich, ouch, mir die Knochen brechen können oder so ähnlich. Eisenstangen. Ja, Moment. Ich laufe jetzt nicht bis nach da hinten, um eine Eisenstange zu bauen. Es fehlen Eisenstangen. Na prima, also laufen wir doch nach hinten. Klöppel. Eisenstangen werden oder Eisenplatten werden unten ja auch produziert. Deswegen machen wir jetzt erstmal nur Eisenstangen. Die Eisenplatten kann ich unten holen. Ja, ist sehr gut. Es macht jetzt einfach mehr Sinn, erstmal die Biomasseproduktion zu machen. Damit kommen wir einfach deutlich weiter. Kabel, doch ein paar Kabel kann ich bauen.
So, was ich jetzt aber mache, diesen Fehlbau hier unten wieder weg. Warum Fehlbau? Naja, da oben habe ich ja eigentlich jetzt gleich meine Biomasseproduktion und da wäre es eigentlich sinnvoll, das dort oben zu stellen. Brauchen noch ein kleines bisschen Fläche. Noch ein bisschen haushalten. Grüß dich. So. Dann würde ich einfach vorschlagen, einen Strom-Biomasse-Generator. Laufen wir ein Stück zurück. Den setzen wir jetzt mal hier hin. Nehmen den kurz, bauen uns hier noch Strom. Ich würde ja gerne an eine Verbindung anschließen. Ich darf nicht mehr. Ungenügend Materialien schon wieder. Ach ja, ach ja. Ich muss mir auch überlegen, was ich mache, dass ich da gleich wieder hochkomme. Brauche, glaube ich, auch noch ein bisschen Draht, deswegen müssen wir schnell Kupfer machen. Wenn ich das oben habe, dann kann ich den anwerfen, dann kommt die Biomasse. Und dann kann ich ein bisschen besser oder effektiver Strom produzieren. So, wir verheizen hier die Blätter. Und wenn der hier wieder abschaltet, dann machen wir auf die Schnelle so. Schon mal die 45 raus. Lassen den schon mal damit laufen. Der sorgt schon mal dafür, dass meine Produktion länger läuft und seither gehe ich ein bisschen Holz sammeln. Mal schauen, was es sonst so in der Gegend gibt. Das ist Kalk, wenn ich das richtig sehe. Das haben wir schon. Wasser hatte ich eigentlich in letzter Zeit genug. Ja, erstmal muss eine vernünftige Stromproduktion stehen, finde ich immer. Dann kann man eine Fabrik richtig loshämmern. Weil sonst ist man die ganze Zeit nur immer am Nachfüttern. Im Übrigen, das haben sie ja schon. Naja, wie soll man jetzt sagen? Als Feature veröffentlicht in der Version 1.0 von Satisfactory gibt es ja die Biomassebrenner dann auch mit Förderbandanschluss. Dann kann man also auch da einiges automatisieren. Quasi die Container vorne mit Holz und allem möglichen füllen und das läuft dann einfach schön nach und da muss man, wenn man eine größere Batterie an
Biomasse-Generatoren hat, die nicht immer einzeln füllen, sondern einfach alles in Container werfen und dann wird es über die Splitter und so weiter verteilt. Das können wir leider noch nicht machen, deswegen manuell, wobei das ja, vom Aufwand her auch okay ist, jetzt zumindest für den Anfang. Ich glaube, damit haben wir schon mal wieder ein bisschen was. Die sollen ruhig ein bisschen produzieren da hinten. Einziger Nachteil mit dem Platz hier oben ist, ich komme fast nicht auf die Plattform drauf, das muss ich dann gleich noch machen. So, der hier ist Holz. Und der darf weiter die Blütenblätter verheizen. Damit kommen wir schon mal ein bisschen besser zurecht. Ich mache mir hier einen Container ran. Komm, Kollege, geh mal aus dem Weg. Kann ich nicht, weil Eisenstangen fehlen. Yippie. Eisenstangen kann ich nicht machen, Eisenbahnen auch nicht, weil ich kein Eisen dabei habe. Also, los geht's im Schnelllauf. Können wir gleich Beton, Eisenplatten und ein bisschen Eisen mitnehmen. So, und jetzt bräuchte ich aber Eisenbarren. Das Problem ist, da werden nicht viele produziert. Dann. Aber wir haben hier oben ein Lager. Dann nehme ich mir einfach mal 200 mit. Paar Eisenbarren, dass wir einfach wieder Eisenstangen haben. Platten haben wir ja auf Tasche erstmal. Ich denke, wir sollten so, boah, damit man nicht immer gleich jedes Mal Mangelware haben, so an 50 Stück sollten wir schon mal rankommen. Anfang ist wie immer etwas zäh. So, dann haben wir gleich mal Eisenstangen. Die gehen Gott sei Dank hier relativ flott. So. Ich baue den Container gleich mit ein bisschen Abstand. Weil dann kann ich hier eventuell einen Fusionator reinmachen und das nachher gleich wieder zusammenmischen. Und der kann erstmal sein Material hier reinwerfen. Muss ich das nur noch rausholen und jeweils hier verteilen. Ist auch okay. Was hat er schon? Ist doch auch nicht schlecht.
Ja, und später kommt ja danach noch die feste Biomasse, die haben wir noch nicht. Also halt, das tut glaube ich weh, wenn ich hier runterspringen war, irgendwie sowas. Erinnere ich mich dunkel. Wir brauchen jetzt Kupferdraht. Da ist die Frage. Wir haben hier hinten Kupfer. Mal, ich brauche irgendwie eine Rampe, eine schöne steile. Dann kommen wir da hoch, damit es nicht ganz so grauslich aussieht, obwohl wir kein Material haben, machen wir das jetzt so. Sagen dann hier, passt das halbwegs? Passt überhaupt nicht. Das würde passen. Mir fehlt Beton. So. Aber können wir jetzt hier schon mal einen Miner stellen? Nein, weil Beton fehlt. Oh, ist ja gruselig. Ich habe nur die eine Kalkquelle und noch keine Splitter. Deswegen, so, der nervt mich sonst hier die ganze Zeit, dass er quatscht. Auch wenn wir mit dem jetzt nichts anfangen können. Ich comply doch schon. Was haben wir hier? Caterium. New technologies can be developed based on this new superconductive gold-like element, primarily in power and electronics. A new research tree can now be accessed in the MAM. Kommt alles, kommt alles. Auch wenn brauchen, würde ich das trotzdem gleich mitnehmen. So. Was wir jetzt machen können, wenn wir hier da sind, das, was ich schon mal habe, reinwerfen, beziehungsweise vielleicht wäre es sogar clever. Entsprechendes Material zu machen, das kann ich alles in der Werkbank bauen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich baue erstmal in der Werkbank jede Menge Eisenstangen und Draht. Das dauert ein paar Minütchen. Bis gleich. So, wir neigen uns dem Ende zu. Und da war ja jetzt unser Gedanke, wir schließen diesen Meilenstein kurz ab. War zumindest mein Gedanke. So, damit haben wir jetzt. Conveyor belts can now merge, split and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. So, der nächste Meilenstein wäre der hier, und zwar bin ich auf die Kettensäge aus. Damit kann ich eigentlich viel, viel schneller die Sachen machen. Einmal sortieren bitte. So. Einmal wollen wir ganz sicher gleich nochmal Kabel brauchen. Sonst kann ich keine Geräte mehr anschließen.
Denk mal, 50 Stück sollten reichen. Eisenstangen, Eisenplatten sollte ich auch genügend haben. Beton holen wir uns auch, was da ist. Da sieht man, wie lang das Klöppeln gerade gedauert hat. So, damit müssten wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Was wir jetzt natürlich auch auf die Schnelle machen könnten. Eine ganz wüste Geschichte. Und sagen jetzt, wir machen hier einen Splitter hin. Nehmen das Förderband. Ich weiß, das sieht jetzt ganz grauslich aus. Hängen den hier noch mit dazu. Keine verstärkten Eisenplatten. Ich glaube, da komme ich jetzt schneller hin. Jetzt wird es ein bisschen problematisch, weil jetzt muss ich Schrauben bauen. Damit ich die verstärkten Eisenplatten bauen kann. Wenn ich die überhaupt schon kenne, müsste ich ja eigentlich. Wo sind sie? Hier. Ach ja, da gehen sie dahin, die schönen Eisenstangen. Sollte erstmal reichen wieder. Da sieht man, wie viel Material man am Anfang beim Start in einem Serverspiel schon mitbekommen hat. Ich finde es eigentlich immer noch ein bisschen schade. Aber gut. Du darfst Beton bauen und den dann Perfusionator hier mit draufwerfen. Quick and ugly oder so ähnlich. Wir brauchen nur Strom. Strom her, Strom her. Kann ich da noch anschließen? Nein, da geht's auch nicht. Dann machen wir das anders. Dann kommt der kurz weg. Dann holen wir uns hier jetzt einmal Strom her. So, und damit haben wir schon mal doppelt so viel. Wenn mir das jetzt gleich reicht. Wir haben hier ja ein. Der hat ja zwei Anschlüsse. Drei Anschlüsse. Wie brauchen die eigentlich? 45, na, das ist schon viel zu viel, was ich jetzt baue. Aber sei es drum. Ich bekomme ja, glaube ich, nur 60 jetzt. Ist schon vorgerüstet für später. Dudup, 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 dudup. Ja, das sieht doch mal gut aus. Ich nehme mal sicherheitshalber auch noch ein bisschen Roheisen mit. Dass ich noch mal was anderes klöppeln muss. So, was wäre jetzt der weitere Punkt? Da hinten hat es eine Eisenquelle. Die würde ich jetzt eigentlich ganz gerne. Anzapfen. Du bist. Eisen, genau. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hatte ich vorhin nur nicht mehr genug
Material dafür. Warum hier jetzt nochmal ein Eisenminer, das hierher zu ziehen, macht jetzt meiner Meinung nach wenig Sinn. Wenn ich hier direkt einen Miner stellen könnte. Und zwar den bauen wir jetzt in... bauen wir in die Richtung. Wir brauchen nochmal Strom. Da haben wir hier oben. Warum darf ich da nichts mehr? Achso, weil da schon zu viel dran ist. Dann nehmen wir den hier. Setzen das hier mal an. Und das ist dann schon mein Stromzugang in die Eisenfabrik. Das ist eine normale Quelle. Schade. Das andere war, glaube ich, eine reine. Dann brauchen wir Logistik. Ich kann mal hier gleich draufschalten. Taste E kann ich ja immer durchschalten in der Gruppe. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Splitter. Kommst du nicht mal darauf da? Oder ich bin zu dusselig dafür. So. Also da hat es keine weiteren Ressourcen. Dann können wir hier mal bauen. Und dann bin ich dafür, jetzt erstmal Schmelzöfen zu machen. Die schaffen... mir einen Platz haushalten. Moment. Und das so. Nicht mehr genügend Materialien. Na prima. So, wir brauchen... müsste doch eigentlich Patch machen und meine Stromversorgung bricht zusammen, aber scheinbar nicht. Dich nehmen wir mal jetzt hier runter, sonst muss ich da immer laufen. Ich brauche Eisenbahn. Ich sagte ja, ich muss Eisenstangen machen. Deswegen will ich jetzt einfach schleunigst schauen, dass wir die erste Stadium von der Eisenfabrik hinbekommen. Das geht hier jetzt recht gut mit den Splittern. Da unser Förderband aber noch nicht so viel hergibt, können wir da sowieso nicht so viel dahinter hängen. Du verbrauchst 30, das heißt, ich kann eh nur im Moment 2 versorgen. Aber 2 sind besser wie 1, würde ich sagen. Eisenstangen? Also ich habe nur Eisenbarren gemacht, ne? Ja, den hätte ich jetzt hier nicht gebraucht, aber ich rüste halt einfach schon vor. So, und damit würden jetzt maximal... ups, was mache ich heute? Maximalanzahl an... da konnten wir doch irgendwo hochklettern. Ist das nicht ganz so anstrengend? Oder auch doch nicht.
Gut, Fusionator. Ich gehe mal in die Richtung. Ist das clever? Keine Ahnung. Jetzt gibt es auf alle Fälle schon mal Barren. Ein Container hinten ran, bitte. Macht es Sinn, jetzt einen Container zu bauen? Ja, ich mach mal einen Container. Der ist jetzt hier nicht so sinnig, aber dann laufen die erstmal alle ab. So stockt der schon. Kommt doch nur 30 raus. Gut. Strom. Ist überhaupt kein Problem. Wenn ich hochkomme auf die Plattform. Weil ich habe hier schon vorgesorgt. Den machen wir auch gleich voll. Die anderen in der Base nutze ich jetzt mal gerade gar nicht. Das ist der für Holz, das ist der für Blätter. Der kann gleich mal noch mal ein bisschen was machen. Da habe ich nichts. So. Sollte ganz erst einmal einen Moment lang noch reichen. Ist der hier auch noch? Ne, keine Stangen mehr. So. Also, und dann brauchen wir hier einen Splitter. Da hinten machen wir dann erstmal Konstrukteur. Verstärkte Eisenplatten, na danke. Was müssen wir denn alles produzieren? Ich würde sagen, wir brauchen auf alle Fälle Eisenplatten. Wir brauchen Eisenstangen. Wir brauchen Schrauben. Und wir brauchen die verstärkten Eisenplatten. Das heißt, ich brauche auch Schrauben. Na, ist ja toll. Eieiei. Die laufen ja alle schon mal rein. Das ist jetzt der große Vorteil von dem Lager. Sammelt sich schon mal. Verstärkt der Eisenplatten. Wie viele können wir bauen? Ja, nicht viele, aber. Wir können gleich auch Eisenstangen machen, die haben mir ein bisschen gefehlt. Wobei jetzt ein bisschen kreativ werden können. Schon vollgelaufen? Nein. Warum habe ich das jetzt gemacht? Naja, die produzieren ja jetzt Eisenstangen. Eisenbarren. Und da kann ich mir jetzt gleich welche stibitzen. Da muss ich die schon mal nicht mehr von Hand klöppeln.
Wir brauchen einen Konstruktor. Wir brauchen hier nebendran noch ein bisschen mehr Platz. Dahinter nachher auch. Dann können wir auch gleich weiterbauen. So. Uns fehlen Kabel. Na dann. Gleich mal Strom. Den holen wir aber hier. Setzen das daran. Dann können die nämlich schon mal anfangen produzieren. Und zwar hätte ich gern, dass du Eisenplatten machst. Machst Eisenstangen. Hätte ich noch mal einen gern, der nichts macht, weil wieder Material fehlt. Aber das kriegt man gleich hin. Einfach dafür sorgen, dass die schon mal laufen. Allein schon wegen der Aussicht hat sich der Container gelohnt. Okay, das heißt, der macht schon mal Eisenstangen. Was ich jetzt bräuchte, wären im Prinzip zwei Konstruktoren. Dafür brauche ich auf alle Fälle Kabel. Habe ich nicht genug. Verstärkte Eisenplatten kriege ich auch nicht zusammen. Also holen wir uns erstmal Grundmaterial. Ja, die Betonproduktion ist jetzt gerade etwas überdimensioniert. Aber da ist mein Kupfer drin. Da unten habe ich Eisenplatten. Damit sollte man eigentlich schon wieder ein bisschen zurechtkommen. Also sobald ich ein bisschen mehr Material habe, sorgt man mal dafür, dass das nicht alles mehr frei in der Luft hängt. Erstmal ein paar und wieder ein bisschen Kabel bekommen. Warum zählt er denn die Kabel nicht hoch? Sehr interessant. Also weil ich erst die Drähte bauen muss. Ja. Mal kurz ein bisschen Draht machen. Ein bisschen Kabel, das reicht uns dann. So, Eisenstangen. Das heißt, ich brauche aber Eisenbarren. Ja. Das ist jetzt der Vorteil von dem Container.
Dann wollen wir mal Eisenstangen machen, damit ich gleich Schrauben machen kann. Aus den Schrauben kann ich dann die verstärkten Eisenplatten machen. Es ist nicht wieder toll. Oh je, oh je. Ja gut, so viel brauchen wir ja nicht. So. Was war jetzt mein Ansinnen? Naja, jetzt bauen wir ganz einfach hier erstmal nochmal auf die Schnelle was hin, was nochmal Eisenstangen baut. Und dahinter kommt direkt etwas, was Schrauben macht. Ja, ich weiß, die Zulieferung von Eisenbarren ist jetzt gerade nicht ausreichend, das soll mir aber aktuell komplett egal sein. Mir geht es einfach darum, dass ich eine bisschen automatisiert mein Material bekomme. Bis Eisenstangen. Du wirst Schrauben. Und damit müsste ich jetzt mal die drei Grundmaterialien haben. Mal wieder gerade keine Hilfslinien. Auch nicht. Ah, jetzt kriegt man welche. Bisschen weit nach hinten. So. Hier müsste auch was sein. Aber das passt doch nicht, oder? Scheinbar schon. Ich werde es doch noch hinbekommen, jetzt den hier noch mit Strom zu versorgen. Dann können wir oben wieder auffüllen und dann sollte man eigentlich ready to go sein. Dann wären wir nämlich eigentlich auch am Ende vom Video angekommen. Das wäre ja ein schöner so komisch aus, wenn der hier mittendrin steht. Wir hätten gerne zwar jetzt eine krumme Leitung, aber sind wir wieder Draht. Thank you.
Okay. Das wird dann hinten eingelagert. Dann habe ich jetzt hier Eisenplatten, Eisenstangen, Schrauben. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir wieder Strom haben. Und das sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein. Im Container oben müsste noch ein bisschen Biomasse liegen. Hoffe ich. Nicht viel, aber es tut. Welcher ist leer gelaufen? Der hat. Der hat, dann sind die nicht leer gelaufen, sondern waren an der Leistungsgrenze. Und wen wundert's, mir fehlt Draht. Also, was machen wir? Nachdenken. Doch, war richtig. Ich wollte einen Biomassegenerator bauen. Kann ich auch einen zweiten? Ja, das kann ich eher knicken. Mal nicht übertreiben. Das heißt, wir brauchen einfach nur Draht. Dafür brauchen wir Kupferbarren. Ja, das nächste, was wir natürlich machen, ist dafür zu sorgen, dass auch unsere Kupfergrundelemente gebaut werden. Beim Eisen müsste ich mir jetzt zwar ab und zu die verstärkten Eisenplatten bauen, aber so viele braucht man da davon eigentlich gar nicht. Damit müssten wir jetzt eigentlich ganz gut klarkommen. Und für mich steht jetzt die Arbeit an, wieder Biomasse zu sammeln. Das müsst ihr euch aber nicht mit angucken. Würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Noch als Hinweis, ich produziere immer so ein, zwei, drei Videos auf einmal, wie es halt gerade hinläuft. Und von da aus, lasst doch bitte mal einen Kommentar da. Ja, oder ein Like, wenn es euch wenigstens gefällt. Ansonsten reicht es mir auch schon, wenn ihr die Videos anschaut. Das ist auch schon eine Anerkennung. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.